Tobias. Hey, Tobias. Unter meiner Kleidung bin ich nackt. Tobias, warte mal. Tobias. Und bei diesem Wetter bin ich ganz feucht. Hilfe. Also ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Schöner Start, Tobi. Wenn noch jemand da ist. Ich bin mir unsicher, ob noch jemand da ist jetzt gerade. Weiß danach. Ich nicht. Oh, jetzt sind erst recht alle da. Warte mal, es ist 21. Also, wieso haben wir denn abends aufgehört zu spielen? Oder haben wir abends aufgehört zu spielen? Ich weiß es gar nicht. Der Server spielt bestimmt ohne uns weiter. Das glaube ich nicht, weil dann wäre hier alles schon aus Beton. Ja, das stimmt. Und das Beet wäre zumindest fertig. Oh ja, stimmt. Du hast das letzte Mal geerntet und wieder neu angepflanzt, ne? Das habe ich getan, Tobias. Und wir wollten mehrere Dinge tun, glaube ich. Wir wollten ja einerseits, hier ist auch alles gepflanzt, ne? Ja, prima. Wir wollten einerseits das Haus hier auch ein bisschen sichern, weil wir immer Screamer haben, ne? Das wollten wir ja auch noch ein bisschen machen. Ja. Dass die vielleicht zumindest nicht immer hier gegen das Haus döllern und sowas. Das wäre ganz nice. Ja. Da bräuchten wir, glaube ich, einen sehr langen Zaun. Um das ganze Gelände rum. Ich glaube, diese Screamer hatten wir aber auch damals bei unserer alten Bude, ne? Ich glaube, da kannst du dich gar nicht wirklich gegen wehren. Aber auch in der Menge? Ich glaube ja. Ich glaube, wir hatten die damals auch ziemlich penetrant gehabt. Und ich glaube, das ist normal. Je mehr, ich weiß nicht, ob das irgendwie gekoppelt ist an die Gegenstände, die du hast, an deine Ausrüstung, ans Level, irgendwie sowas, das muss irgendwie gekoppelt sein. Okay. Also angenommen, ich mache jetzt Rahmen. Ich kann, glaube ich, gleich Holzrahmen machen, ne? Hier Holzformen. So. Na, Tobi, hatte ich meine Ansage doch ein bisschen spitz gemacht, hm? Nein. So, ich würde mal... Ich glaube, es ist nicht mal nötig, aber ganz ehrlich, Holz kriegen wir halt sehr schnell wieder. Und für den Bunker bräuchten wir keine Holzform, sondern müssten wir Stahl machen, glaube ich, ne? Gibt es das? Ich glaube, da gab es was. Hier würde Stein reichen, da bin ich ziemlich sicher, weil Blutmond machen wir hier drin nicht. Ich mach mal gerade. Auf keinen Fall. Ich guck da mal solange Daddy baut. Formen. Wir mussten doch... Beton, ja, Betonform war das. Dafür brauchen wir Betonmischung. Warte mal, war das so? Was brauchen wir für die Betonmischung nochmal? Da brauchte man doch irgendwie zwei Sachen. War das Sand? Das war Sand, ne? Ja. Und dann gab es noch Stahlform, aber ich weiß halt nicht, was von beiden geiler ist. Ein Bunker aus Stahl klingt schon mal gut. Ich weiß aber nicht, was geiler ist von den beiden. Hatten wir damals Stahl oder war das nur Beton, was wir hatten? Stahl irgendwann upgraden? Weiß ich nicht mehr genau, ehrlich gesagt. Das kann ich dir nicht mehr sagen. Warum? Warum weißt du es nicht, Tobias? Oh nein. Hä, was hast du denn? Please don't. Hä? Warum bist du denn jetzt so? Warte mal, den Felsen könnte man theoretisch auch noch platt hauen, ne? Aber ich glaube, das hier würde reichen. Ich mach mal spaßeshalber. Ist wahrscheinlich total sinnlos. Aber ich bin ganz ehrlich, Tobi, wir werden wahrscheinlich eine Weile spielen, ne? Die Lags sind weg. Die Blutmonde werden natürlich ein bisschen knackiger. Vielleicht sollten wir uns aufs Wesentliche konzentrieren, eventuell. Aber ich habe da meine Probleme mit. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber so wesentliche Sachen schiebe ich immer von mir weg. Ja, gut, ich finde, wir spielen das schon ganz in Ordnung. Wir haben uns durch zwei Blutmonde echt gut geschlagen. Ja gut, durch den letzten nicht so, ne? Naja, wir sind nicht gestorben. Ja gut, das stimmt, da hast du recht. Das ist nicht irgendwie die Hauptsache? Oh, den habe ich aus Versehen, der ist falsch. Ich muss noch ein bisschen... Ach, halt, bevor wir jetzt wieder die ganze Aufnahme vergessen, ne? Hä? Ach ja. Tobi, ich habe 800 gut. XP ohne dich gesammelt, es tut mir leid. Was? Gib mir die jetzt. Nee. Tobias? Kann ich nicht machen. Gib mir die jetzt. So, das war noch schon, ne? Wir brauchen wesentlich mehr davon. Den kann ich auch nicht mehr aufnehmen. Vielleicht reicht Holz ja auch schon als Umrandung hier. Also mein Plan war es, das Haus, in dem wir gerade sind, einfach
mit so einer Mauer quasi einzukesseln. Ne, wie so eine Gartenmauer, nur eben dann erstmal aus Holz, dann später aus Stein. Aber das wird ganz schön teuer. Tja, gut, das war ja nie ein Problem, oder? Nö, eigentlich nicht. Die Bäume, und hier lasse ich ein bisschen Platz noch für weitere Beete, falls wir brauchen, ne, oder ein bisschen Stuff oder was auch immer, brauchen wir mehr Holz? Mehr Holz sowieso. Nee, Quatsch, was wollte ich gerade überlegen? Bäume respawnen hier nicht, ne? Das war The Infected. Nee, aber wir haben, also die Bäume lassen, droppen immer solche Dings, solche kleinen Setzlinge, und die kann man einfach wieder reinsetzen. Stimmt, das sollten wir vielleicht mal machen. Dann können wir vielleicht eine Seite mit Bäumen. Ich meine, hast du bei dir Performance-Probleme noch? Nö, gar nicht. Okay, cool, habe ich bei mir auch nicht mehr. Also du meinst, es wird Zeit für so eine Allee, sagst du? Bin dein Mann, Erik. Ja, ich glaube, ich würde erstmal gucken, wie weit wir kommen mit dieser Umrandung. Und dann innerhalb der Umrandung vielleicht wirklich so eine kleine Allee, also eine Allee oder so eine Baumfarm oder irgendwie sowas. Gut. Ich dachte schon, du bist gegen das Pflanzen von Bäumen. Ich wollte schon, ne? Das ist heute, Erik, das ist jetzt 4 Jahre nach der ersten Staffel. Es haben sich viele Dinge geändert. Nein. Ich weiß nur, der Schatten von den Bäumen soll ja nicht so performancefreundlich sein, aber... Ich bitte dich, Tobias, wir haben natürlich auch inzwischen exponentiell erweiterte High-End-Rechner zu Hause. Ja. Ich habe immer noch den gleichen von damals. Echt? Ja. Hey, warum? Das ist teuer. Tobias, ich wechsle meinen Rechner jede Woche. Wenn der alte wieder voll ist mit Schmutz und Cookies. Oh, meine Festplatte ist voll, der neue Rechner muss her. Wieder 30.000 Spiele auf Steam gekauft, ist wieder voll. Ärgerlich. Gok hat wieder Angebote gehabt, verdammt nochmal. Ich deinstalliere auch nie, da bin ich zu faul zu. Kaufst aber noch einen Rechner. Nun. Nee, aber Wie alt ist denn ein Rechner? Also läuft da jetzt alles noch? Ja, also ich weiß nicht, oder ob das war das. Oder habe ich den während 7 Days sogar gewechselt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das. Ich meine, es ist noch der von damals. Also. Das heißt, du hast. Wann waren die 7 Days Staffel? Die ist schon ein paar Jahre her, Tobi. Ja? Dann ist es vielleicht doch nicht mehr der gleiche. Also der ist auf jeden Fall jetzt hier 4 Jahre alt ungefähr. Also ich glaube, 7 Days habe ich noch auf meinem alten Rechner. Ich glaube, der hier ist inzwischen ja auch. Ist er 3 Jahre? 2 oder 3 Jahre ist der jetzt auch alt. Okay. Ist aber motiviert, Schatzi. Alter. Mhm. Achso, kämpfst du gerade gegen Zombie hier gerade, der hat übelst ausgehalten. Krass. Ich sammle gerade Holz, aber auch nur, weil gerade Nacht ist und ich sonst nicht weiß, was ich machen soll. Weil wir wollten ja looten gehen, ne? Ein bisschen. Ja, ich sammle hier gerade so ein bisschen Essen und guck, was ich hier so finde. Ich würde gerne mehr Eisen sammeln. Stahlwände könnten wir, also wir könnten einen Stahlbunker jetzt schon machen, aber ich würde gerne wissen, was stabiler ist, Bruder. Ob das Zement ist oder Stahl, wenn man das macht. Vielleicht beides in Kombination. Ich hatte auch das Gefühl, dass es irgendwie damals so Stahlrahmen waren und dann kam da Zement rein. Ich meine auch, du musstest das mit so einem Hämmerchen dann immer so, ne? Ja. Aber ich weiß es halt auch nicht mehr. Müssten wir mal auf ganz süßer Basis müssten wir mal gucken, wie das funktioniert. Oh, hier sind ja lauter Zombies. Wo waren die denn hier? Ui. Die kommen aber nicht zu mir, ne? Die hören hier wahrscheinlich, dass irgendwer irgendwas fällt. Irgendwelche Bäume. So. Erik, begrüße Sie bitte in unserem Trautenheim. Nee, ich bin gar nicht, ich bin weit von zu Hause, ich bin ja bei der Brücke. Ach, jo, da bin ich auch fast. Ach, cool. Wenn du es hier Bommern hörst, leeres Vogelnest, alles klar, Tobi war hier. Und hier, leeres Vogelnest, Tobi war hier. Ich habe wieder Eier gesammelt, Erik. Sehr gut, Tobi, sehr, sehr gut. Ich muss eh mal gucken, was wir für Skills holen. Sollen wir uns da nicht aufteilen bei den Skills? Ich meine, am Anfang wäre es sinnvoller. Ich glaube, je mehr wir spielen, desto mehr werden wir bestimmt gleiche Sachen haben. Oh, die laufen jetzt wirklich alle zu dem Geräusch vom gefällten Baum. Krass, da laufen jetzt 4 Zombies hin. Geil.
Was das Skillen angeht, ist glaube ich jetzt, also jetzt ist es glaube ich eh scheißegal, oder? Die laufen alle zum gefällten Baumgeräusch, krass. Und ich kann die jetzt alle dadurch umrennen. Weil die alle dumm sind und dahin rennen. Alter, du bist ein richtiger Überlebenskünstler, Mann. Und ich glaube, der prügelt jetzt auch auf den Baum ein da hinten. Gott, sind die dumm. So, mal gucken. Ob ich auch gleich dumm bin, weil hier ein Zombie ist, der dann mich jetzt wieder hört. Gucken wir mal. So. Mal schauen, mal schauen. Jetzt laufen die gerade alle zum Strand. Und der eine steht nur an der Brücke und ist dumm. Okay. Vorsicht, Tobi, wenn du über die Brücke gehen willst, ne? Da sind gerade Zombies in der Nähe, wenn das die gleiche Brücke ist. Ja, ja, ich glaube, wir haben sogar tatsächlich nur diese eine einzige Brücke da in der Nähe. Ja, das kann sein. So, hier sind Vogelnester, unberührt. Und, oh, da ist Eisen. Da steht so eine Flugzeugkiste. Oh, geil. J. Geil, Tobi. Gönn dir. Antibiotika und selbstgebautes Schrotflintenpaket. Hammer. Nimm alles mit. Ich hab manchmal Angst. Oh, da ist eine Level 4. Ich hab eine Schrotflinte für dich. Level 4. Na, nimm die ruhig, Tobi, weil wenn ich Schrotflinte nehme, dann müssen wir uns die Muni teilen. Was denn? Erik, ich hab Schrotflinte Level 6, also bitte. Ja, aber da müssen wir uns Muni teilen, Tobi, das wäre dumm. Ach so. Deswegen, ja, okay, das ist das Problem. Sonst würde ich auch direkt reinschroten. Na gut. So, kommen hier an die Zombies, wenn ich Erz abbaue? Bestimmt, ne? Wenn welche in der Nähe wären. Also ich bin auf jeden Fall der Eisenhase und der Holzhase. Okay, okay. So. Und du bist, glaube ich, eher so der Nahrungsguy, ne? Joa, ist hier halt ein bisschen schwierig, weil hier ist irgendwie, also ist das sehr träge, das Nahrungssammeln, aber bin ich gerne, klar. Wir müssen vielleicht wirklich mal jetzt gucken, gerade wie man rüberkommt. Gerade bin ich Schatzgräber, ich versuche mal den einen Schatz hier auszugraben. Oh, auch geil. Kannst du die Quest teilen mit mir vielleicht, vorher? Das geht soll, das? Soll wohl gehen, ich weiß aber auch nicht wo. Warte mal. Quest entfernen, auf der Karte anzeigen. Aktiv geteilte Quest steht da unten. Wie teile ich eine Quest? Ich habe keine Ahnung. Ich hab nur gelesen, es soll gehen, aber... Wie genau? So, ich gönn mir mal ganz kurz einen Schluck Wasser. Wer viel arbeitet, kann auch viel trinken. Ah, da ist wieder... Der Wackelfred ist da hinten wieder. Ich hoffe, der kommt nicht hier rüber. Nö, der trifft da oben. Okay, alles cool. Wenn da sonst keiner ist, dann mach ich mal weiter meinen Job. So. Das war's? War's das hier schon, Eisen? Kann nicht sein. Da ist doch bestimmt noch was, oder? Das sieht sehr eisig aus da unten. Ja, wunderbar. Ich glaube, ich kann die nicht teilen, weil es keine Quest in dem Sinn ist, sondern eine Schatzkarte. Ah, okay. Ich glaube, deswegen geht das nicht. Ja, ist egal, dann sammel Schatz, Tobi. Das ist egal. Ich brauche keine Schätze finden, Tobi. Ich habe ja schon dich. Ach, bitte. Ah. Jetzt ist mir wieder schlecht. Hat dir das nicht so ein wohliges Gefühl in deinem Unterbauch gegeben? Oder war es nur ein Furz? Ich glaube ja. So. Tobi, ich muss dich was fragen. Ja. Das weißt du ja schon, aber immer wieder fragen mich Leute, Mensch, Gronkh, warum war der Tobi denn nicht auf der Gamescom? Du wirst komischerweise nicht gefragt, Leute fragen das bei mir im Chat. Ich weiß, also gut, bei mir im Chat fragen sie wahrscheinlich nicht, weil ich denen das ja gesagt habe, logischerweise. Ne, ich hab denen das ja auch schon gesagt, ne, dass es einfach dein Ding ist, ob du das willst oder nicht. Aber vielleicht magst du es vielleicht mal gerade, damit vielleicht Leute das auch mal von dir gehört haben, so? Nö. Gut. Der Tobi geht nicht auf die Gamescom, hat er gesagt, weil er seine Zuschauer verachtet. Verachtung? Dann müsste ich ja, das wäre ja Aufmerksamkeit für die Zuschauer. Ach so. Nicht mal Verachtung. Meinst du, das wäre eine Art von Gefühl, die du einfach gar nicht aufbringst? Nee, also ich muss eigentlich allgemein so Messe, so das ist nicht so mal. Also so viele Menschen und Menschenansammlungen, ich mag das nicht. Also das ist,
Das hat nichts mit den Zuschauern zu tun, oder dass ich dann jemanden sehen will, oder dass ich nicht erkannt werden will, oder irgendwie sowas, überhaupt nicht, aber ich mag einfach so diesen Trubel und so viele Menschen um mich, ich krieg da irgendwann, werde ich da richtig, weiß ich nicht, unglücklich. Tatsächlich, also das ist, ich kann das nicht so, ich weiß nicht. Boah, ich denke aber gerne dran zurück, da warst du einmal auf der, ich glaube, du warst du mehr als einmal auf der Gamescom? Ja, zweimal. Einmal als PlayNation-Redakteur damals, mit dem Thomas damals noch, war ich im Hotel. Einmal als, ja, YouTuber damals, noch nicht als Streamer, sondern YouTuber halt. Ich erinnere mich noch, da haben wir uns getroffen auf der Gamescom, sind zusammen auch ein bisschen rumgelaufen, also mit dem Team damals noch. Und dann waren wir hinterher noch in dieser Bar, weißt du noch, mit Poki und so. Boah, ja, das war aber großartig. Das hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Das war toll. Also, wenn du Bock hast, für dieses Jahr ist jetzt zu spät, ne? Aber wenn du Bock hast, generell sowas vielleicht wieder eher zu machen, du musst ja nicht über die Messe. Ja, wahrscheinlich würde ich dann trotzdem über die Messe mal gehen, aber das ist halt so, boah, ich bin da immer von. Mein großes Problem, was ich habe, ist, dass es zu der Zeit, also die Gamescom ist halt zu einer Zeit, wo halt einfach Hochsommer ist. Ja, und ich kann mit der Hitze sowieso schon nicht umgehen. Ich habe dauerhaft irgendwie Kopfschmerzen, wenn es so extrem heiß und schwül ist. Und dann halt noch Gamescom und so viele Leute und boah. Ja, verstehe ich. Und die Hallen sind, also die Hallen sind natürlich alle klimatisiert, aber wenn da halt abertausende Menschen rumlaufen, dann bringt das halt auch nicht mehr so richtig viele Dinger da oben. Ja. Ich habe gemerkt, als ich bei der Xbox den Stream hatte, da war am Anfang, als noch Menschen waren da überall, da war es halt super stickig und schwül. Und als ich dann aber irgendwie alleine da war, ne, also nicht alleine, sondern als die Messe zugemacht hat und wir waren immer noch da, da war es dann halt irgendwann, da wurde es richtig angenehm und frisch irgendwann, weil die Luft halt endlich mal auswechseln konnte. Ja, es ist halt eine ganz blöde Zeit. Also wenn die vielleicht im September oder so wären, wäre auch nice. Das ist halt keine Sommerferien mehr, ne? Ja, das stimmt. Das ist halt ein Problem. So, ich sammle Steine und Eisen gerade, ne? Nicht, dass sich Leute wundern, warum ich Steine sammle, aber die brauche ich halt auch für die Mauer, die ich da bauen wollte. Oh, ich habe auch Steine gesammelt, weil ich gerade den Schatz suche und ich finde ihn nicht. Oh, warte. Oh, shit. Ich habe einen Zombie in der Grube erwischt, leider. Oh, das ist unangenehm. Ich hatte beinahe gerade einen Hund in der Grube erwischt. Was macht die da unten? Okay, da will ich mal nicht stören. Da wackelt die Hand. Gut. Ja, da war ich gerade ein bisschen überfordert und meine Knarre war nicht geladen. Vielleicht auch besser so, weil wenn ich geschossen hätte, wären vielleicht noch mehr gekommen. Deine Knarre war nicht geladen und du hättest geschossen, es wären noch mehr gekommen. Okay, alles klar. Tobi, bitte. Bitte, Tobi. Erik, nice. Was ist, Tobias, was ist denn wieder mit dir? Gib mir mehr von deinem Dirty Talk, komm. Du kleiner Schmutzfink. Und deswegen darf der Tobi nicht auf die Gamescom. Nee, ich gehe mal auf die, wie heißt denn die andere Messe hier? Venus. Wo ist die? Ja, genau, da gehe ich immer hin. So, warte, ich glaube, Eisen habe ich alles mitgenommen. Nee, da unten geht's noch weiter, aber ich muss auch irgendwie wieder rauskommen hier, ne? Oha, da ist der Schatz. Ich habe mich hier irgendwie eingegraben, das ist nicht cool. Du hast den Schatz, was ist da drin, Tobi? Tobi, was drin? Hä, der ist verschlossen. Wie, der ist verschlossen? Willst du mich verarschen? Dafür haben wir Dietriche. Was denn, was drin, Tobi? Wie, wir haben Dietriche? Ich habe keinen dabei. Du hast doch wohl zur Schatzsuche Dietriche mitgenommen. Nee, hä, natürlich nicht. Wie, natürlich nicht? Was ist denn das? Kann ich, ne? Tobi, eine Schatzsuche. Verschlossener Schatz. Ja, da steht ja nicht dabei, da steht nur den Schatz. Ich wusste nicht, dass er verschlossen ist, Tobi. Ich will nur so tun, als ob das für mich selbstverständlich gewesen wäre. Ach so, okay. Ja. Weil ja, Erik, da habe ich wohl mal wieder nicht nachgedacht. Ja, im Nachhinein kann man immer selbst besser dastehen. Hast du das denn nicht gewusst, Tobias? Oh, da hinten sind wieder eine Menge Zombies. Okay, aber die sind mir gerade egal. So, raus komme ich jetzt. Hier ist noch was. So. Oder lass ich den Schatz hier einfach mal so ausgegraben liegen und wir müssen dann zusammen nochmal herkommen, weil wir hier eh zu der Location wollen, also... Ne? Das stimmt. Übrigens, dein Mikrofon knarzelt wieder. Weiß nicht, was da los ist. Mich verarschen? Wieso? Was habe ich gemacht? Nee, warte, ich mach kurz das Mikrofon, dann sage ich dir, was ist. Ja. Boah, ich habe 2000 Eisen, geil, lohnt sich. Ja, übrigens ganz viele... Geht's jetzt wieder? Ja, ich glaube ja. Okay, ich habe ganz viele Nachrichten oder auch vom Chili bekommen, dass ich meine Treiber aktualisieren soll. Die sind aktuell bei dem Focusrite. Ich weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung.
Ich habe keinen Plan, warum das immer so rumkrakt. Und im Stream ist es nie, bei so TS oder Discord ist es. Ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Weird. Ich weiß es nicht. Also der Schatz, ne? Ja. Ich habe den darüberliegenden Sand noch abgegraben. Ja, geil. Dass wir die Kiste halt schön so, ne, freilegen. Man legt so einen Schatz ja frei. Ich meine, du als Schatzsucher weißt das ja, ne, wahrscheinlich. Natürlich, ja. Ich war neulich im Heidepark. Ich habe den Schatz, ja, freigelegt und oben auch schön den Sand weg und so. Und dann habe ich die Meldung gerade bekommen, Schatz fehlgeschlagen und dann war nur noch so Metall übrig. Oh no, du hast den Schatz kaputt geschlagen. Nein, die Kiste hat Hitpoints von 1800 gehabt. Ich habe nur den Sand daneben weggemacht. Oh. Das ist doch bescheuert. Tobias ist der beste Schatzsucher der Welt. So einen Schatz muss man doch freilegen, also komm. Ja, natürlich muss man den freilegen, na klar. Das ist aber doch doof. Okay, aber dass der Schatz davon kaputt geht, ist er dann runtergefallen oder was? Ja, scheinbar. Also würde ich jetzt mal meinen, weil der hat, wie gesagt, Hitpoints. Ich habe ja draufgehauen einmal, der hat 1600 Hitpoints und ich habe eine Steinschaufel in der Hand gehabt. Okay, also kaputt kann ich den gar nicht geschlagen haben, das geht gar nicht. Weird. So, meine Spitzhacke ist gleich kaputt. Ich glaube, ich habe keine Repair-Kit dabei, weil ich gar nicht vorhatte, Eisen zu sammeln. Ich wollte nur Holz sammeln. Ja, ich habe kein Repair-Kit. Und hier ist jetzt eine Menge Eisen. Oh, wir wollten versuchen, den Bohrer zu bauen, ne? Geht erstmal einen Hasen töten vor Frustration. Auf ganz süßer Basis. Ja, der kriegt auf die Fresse jetzt. Irgendwo muss ich es jetzt auslassen. Sehr gut. Haune weg. Wo ist das Vieh? So. Oh. Das sind Zombies, das war kein Hase. Junge. Ich nenne dich trotzdem Hase. Ah. Herr Tobi ist so ein lieben Werten. So, er schlägt den Baum. Alter. Ich baue ja auch gerade einen kleinen Hasenbau. Oh. Ich komme mal kurz hier. Wupp. Wegpunkt speichern. Und zwar hier. Eisen. Bep. Einmal kurz gespeichert. Müsste jetzt hier sein, ne? Eisen, yo. Und das hier war unser Haus? Ich glaube, ja. Ich bin... Oh. Was denn? Die Hasen schreien immer so süß, wenn man denen den Knüppel über den Kopf zieht. So, die verlocken, die verlocken so, ne? Ja, oh, jetzt bin ich bald auf der Bratpfanne, ja. Quiek. Oh, wie schön. Das ist so wholesome, Tobi. Geil, so. Jetzt steche ich noch mit meinem Messer, mit meinem Stumpf im Körper von ihm rum. Oh. Wholesome, Tobi. Du hast was Besonderes. So, ich mache mir jetzt nicht die Bäume bei unserem Haus platt. Ne, ich weiß, dass da Bäume sind, aber die mache ich nicht platt, weil ich möchte, dass das hier das Habitat erhalten bleibt und wir das Haus in seiner natürlichen Schönheit genießen können. Natürlich. Ja, war mir irgendwie... Wir leben in unserem westlichen Lebensstil, den leben wir natürlich auch virtuell aus, ist doch klar. Natürlich. Und nur weil wir das Land okkupieren, ja, und dann quasi den Einwohnern die Ressourcen stehlen, heißt das nicht, dass wir nicht schön wohnen wollen. Natürlich, also das muss schon gut aussehen. Ja, das finde ich eben auch. So, wo? Ich gehe in den Keller. Schmilzt hier noch alles ein? Nee, oh, ist schon alles eingeschmolzen. Dann mache ich mal ganz kurz hier den hier. Den hier und den hier. Und dann schmelze ich mal weiter Eisen ein. Ich komme nochmal nach Hause, lad nochmal ab und dann können wir mal losziehen, wenn du magst. Ja, können wir gerne machen. Sonst wäre ich noch weiter Eisen sammeln gegangen, weil ich gerade so schön im Flow war. Das können wir auch machen. Da kannst du auch noch weiter Eisen sammeln. Dann Stein. 616 Stein. Eisenstein. Okay, hier ist Stein 85. Weiß was, ich baller die einfach. Huch. Ach so, die wollte ich auch noch alle einschmelzen hier, ne? Ups, stimmt ja. 10 Bruchsand. Ja, Sand müssen wir halt sammeln, ne? Ja, aber wo halt, ne? Warte mal, wie ist das nochmal? Betonformen. Betonmischung. Bist du da? Nee, ich mach das Hobby hier auf dem Weg platt. Okay, wir brauchen Bruchsand, kleiner Stein und Zement. Ach du Heilige. Zement brauchen wir einen Mischer für. Ah, nee, brauchen wir nicht unbedingt für. Zement macht man dann nur aus Steinen. Ach so. Hä, wir können schon loslegen. Das ist doch aber auch anders. Wir haben doch früher so einen Zementmischer gehabt. Ja, damit geht's schneller wahrscheinlich. Ne? Also das ist genau wie bei der Werkbank, dass du es nicht in der Hand machen musst, wenn ein Slotdown belegt ist. Geil, danke für Level Up. Ah, okay. Ah, nice. Ich sehe gerade übrigens die Zombie-Gruppe, die du vorhin gemeint hast. Das sind mittlerweile 6 Stück, glaube ich. Oh, das ist nicht gut. Überleg aber gerade, ob ich die plätte, damit wir XP kriegen.
fortgeschrittener Ingenieur. Habe ich. Bist du hässlich. Du bist jetzt ein Schmied, kannst Dinge aus Eisen und anderen Metallen fertigen. Deine Tüfteleien, da weiß ich ja ganz nützlich. Fertige Arbeitsstation, ein Zementmischer. Oh, Zementmischer. Das heißt, ich würde auf Intelligenz gehen. Wie viel brauche ich dafür? Level 4? Ich brauche 5 Punkte jetzt also. Nee, 4 Punkte. Du bist nicht die hellste Leuchte, manchmal hast du ganz gute Einfälle. Du verursachst 210% Schaden mit Kopfschüssen und hast mit Schockstäben und Robotik geschützt, um eine Chance von 10% dein Ziel zu zerstückeln. Oh, geil. Was denn? Der eine kam gerade hier mit seinen Armen, hat er gewackelt, als wenn er gerade auf Malle Wraith wäre. Aber das ist Stärke Level 7. Chefkoch würde auch gehen. Fertige Schammsuppe, Penner, Eintopf, Chili, Hotdogs, was brauche ich da? Kostet ein... Achso, ein Punkt. Ich kann weiter Chefkoch machen. Bier kann ich dann auch machen. Was kommt dann? Feldkoch. Gumbo, Eintopf, Pipapo. Verwendet 20% weniger von den Hauptzutaten. Koche 40% schneller. Geil. Lerne Omas Geheimrezepte, die deine Werte und Attribute verbessern. Ach, leck mich doch, was? Aber ich mache dann, glaube ich, erstmal Packesel. Das kann ich ja eh noch nicht machen. Ich mache erstmal nochmal einmal Packesel. Erik, das wird aber nie so schmecken wie bei Oma. Oh. Ja, ich mache Packesel, ja. Wir müssen ein bisschen leveln, Tobi. Ja, ich bin dabei hier. So. Oh, wir haben ja noch Steine, sehr gut. Oh, da pack ich aber ich bringe auch nochmal 1170 mit. Geil, baller alle rein. 3300 Holz haben wir jetzt. 2500 Steine, langsam wird's ja. Federn weiß ich gar nicht mehr, wo die war. Eine Bastelkiste, glaube ich, ne? Ich glaube, das haben wir schon mal. Bastelkiste. Jo, Federn haben wir auch. Bisschen was Geerntetes. Und ich würde dann vielleicht auch bald wieder... Kann man Bäume einfach so anbauen? Nee, ich glaube, du musst welche abbauen und kriegst dann immer diese Dinger halt, ne? Ja, das ja, aber kann ich Bäume einfach irgendwo anbauen? Also kann ich einfach... Ja, du kannst die einfach reinstöpseln. Okay, das heißt, da brauche ich nicht diese komischen Felder oder sowas. Nö, noch nicht. Sehr gut, sehr gut. Noch nicht? Meinst du mit dem nächsten Update? Ja, wahrscheinlich eine Baumschule craften und Leute anstellen oder so. Oh, ich habe noch 26 Holzwürfel. Ich dachte schon, das wäre es gewesen. Moin, Tobi! Moin! Ich muss gleich noch Sachen reparieren. Mach mal ganz kurz die Holzwürfel. Nur die Steine hier auch rein oder was? Welches Ding ist egal oder was? Pack die Steine erstmal die Rohstoffe, weil dann können wir nämlich vielleicht ein bisschen Zemento draus machen später. Okay. Oder Beton oder was auch immer. Ja. Gut. Na, hallo? Ach, da ist hier so ein Busch. Busch? Ein Busch. Da kann ich bauen, wenn da ein Gras steht. George Bush? Tobias, bitte. So, warte. Wenn wir dann hier... Bis hier sollte die Mauer gehen, ne? Das wäre dann hier. Bob. So. Dann gucken wir mal, wie wir das weitermachen dann. So. Dann safen wir langsam beide Häuser. Beide Häuser ist gut, Das hier ist nicht für einen Blutmond, das ist einfach nur, damit hier keine Brüller rüberkommen. Ich glaube, das ist. Das ist der Brüller, oder? Vielleicht verrate ich noch einfach, wo Tobi wohnt. Was bist du denn jetzt so? So, okay. Es ist 7.28 Uhr, das ist noch eine gute Zeit. Ich hau mir mal ganz kurz hier nochmal den hier rein. Und auch nochmal den hier. Oh, ich habe 70 Fleisch. Fleisch auch nicht. Bitte. Ansonsten brauche ich nichts. Ich würde nur mal gern noch Sachen reparieren. Da würde ich mir mal ganz kurz die Dinger nehmen. Achso, kann ich glaube ich jetzt machen direkt hier. Repariere. Ich pack mal. Ach, ich pack das oben rein. Ich pack mal oben ein paar Sachen rein, die wir. So Medizinkram, weil unten unsere Medizinkiste ist voll. Die ist voll?
Die ist voll. Oh. Immerhin. Oh, okay. Ja, aber vielleicht richtig, wir, Digga. Vielleicht können wir uns auch nochmal eine Kiste hinstellen oder den Schrank für Medizin oder so, keine Ahnung. Ich finde es aber, ich find's aber ganz schön, weil wir es ja sortiert haben und so. Das ist schon ganz nice eigentlich. Das, ja, ja, doch, doch, doch. So, ja, also. Gut. Ich bin ready, wenn du es bist. Das Einzige, was ich vielleicht noch machen würde, wir bräuchten. Ach, du machst schon, kochst schon gerade, ne, glaube ich. Jo. Nice. Mann, boah, 15? Alter, Tobi, geil. Ja, ich habe 2 Hunde geblättet, Mann. Geil, Mann. Digga. Ach so, das sind aber nicht 15 Bacon and Eggs. Ich hab mir gerade die 2 Bacon and Eggs rausgechartert. Ja, nimm. Ist egal. Okay, okay, okay. Mehr nehme ich dann aber auch nicht. Dann nimm du das Fleisch. Gönn dir. Schuldige. Ich konnte es nur bei mir stacken. Also ich wäre fertig, wenn du fertig bist, ne? Ja, das machen wir also eh sowieso erst in der nächsten Folge tatsächlich, liebe Zuschauer. Ja, ja, ja. Entschuldigung. Ne, ja, ja, ja. Das warte ich noch auf das Essen. Ne, und dann kann es losgehen. Achso. Ja, sag B-Punkt Scheid. Ich hätte noch 20 Schneebälle, wenn du Hunger hast. Nee, danke. Na gut, schade. Weiß nicht, wo die herkommen. Messingheizkörper. Ach, das ist fürs Auto, ne? Das ist fürs Auto. Okay. Dö, 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 dö. So, wie schmilzt es sich denn hier? Ah ja, Eisen und Lehm, prima. Ich glaube, da können wir sehr schön, da können wir sehr gut Eisenbarren machen. Theoretisch jetzt schon, ne? Warum nicht jetzt schon? Das sieht ganz gut aus, ja. Warte mal, geschmiedeter Stahl, woraus wird der gemacht? Aus Eisen und Lehm. Aus meiner Seele. Aus Eisen und Lehm? Aber warum kann ich den, Eisen und Lehm, warum kann ich den hier nicht herstellen? Werkzeuge. Was brauche ich denn da für Werkzeuge? Schmelztiegel. Oh, wir brauchen einen fucking Schmelztiegel. Oh. Oh nein. Ja, wir brauchen die Mauer. Na, Tobi, nicht die Mauer. Was ist denn mit dir? Vorsicht, Erik. Vorsicht. Wo ist sie denn? Auch hier unten. Verpiss dich. Keiner mag dich. Ach, hier ist ja die Mauer vor. Ach, die ist schon... Okay. Warte, ich komme kurz mal raus, weil wir schon Besuch kriegen jetzt wieder, ne? Ah, da vorne kommt schon der erste gejumpt. Ach, du baust ja hier schon. Hä, voll geil. Ja. Ich baue da so ein bisschen rum, damit wir hier ein bisschen Mauer aber haben. Aber die stand jetzt hier direkt unter der Treppe diesmal, ne? Also ja, die kommen hier ja noch rüber. Das ist ja nur... Ich steck das nur schon mal ab. Da kommt noch ein zweiter mit Sicherheitsanzug. Moin. Meister. So, Vorsicht, da vorm Haus ist auch einer. Oh ja, ja. So. Hallo. Oh, und da kriecht einer direkt am Haus übrigens, unter unserer Veranda. Oh, Alter, Tobias. Wow, guck mal da. Oh, hallo. Na? Oh, da kommt noch jemand. Hui. Was, oh, ja, was ist denn hier los? Das ist ein Human Centipede oder was? Ist das ekelhaft. Ein Träumchen. Ach, Tobi, die Frauen kraucheln wieder um unser Haus. Was soll man machen, wenn man so gut aussieht? Weißt du, Erik, du Armer, ey. Erst auf der Gamescom und jetzt hier. Scheiße. Oh, okay, gut. Das war's aber auch schon. Ja, wunderbar. Bringt XP, ne? Nimmt mal mit. Ja, eben. Geschenken Gaul, Schaumann, Schmaul. Was ist mit dem Schmelztiegel? Kann man den selber herstellen? Nee, ne? Oh, doch, kann man, aber Rezept fehlt. Fortgeschrittener Ingenieur braucht man dafür. Also von mir aus. Oh, der braucht also, wahrscheinlich 116 Schuss. Warte mal, ein fucking Schmelztiegel braucht 20 mechanische Teile? Das ist doch nicht Robocop, Alter. Mechanische Teile? 900 Lehm, 1200 kleiner Stein? Was? Okay, das ist Lul. Brauchst du Iron Man zusammen, oder was? Ja, sieht echt so aus. Heilige. Okay, Tobi, wollen wir nächste Folge los, oder was? Ja, sollten wir sogar. Sollten wir sogar, damit es nicht zu spät wird. Genau. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, ne? Und bis zur nächsten Folge. Horrido! Huzza! Tschüss!